Okay, ich hätte die Alarmglocken sabotieren können. Gut. Ja, komm hierher. Genau, ganz richtig. Na, erbeuten wollte ich. Oh, fuck, da ist einer. Warten wir noch kurz ab, was der macht. Der kommt weg. Okay, also. Stoppen wir erstmal die Truhe. Und dann machen wir das Ding hier noch. Genial. Einfach das Ding hier abreißen. Abschneiden, besser gesagt. So, wieder zurück zum Schiff. Denke ich mir mal. Beziehungsweise, was ist das da auf der Karte? Achso, wir sollen da oben hin. Laut Karte. Okay, ich will aber erst wissen, was das hier ist. Was ist das? Meilenstein, gleiten Sie auf die Spitze und drücken Sie B, um zu interagieren. Nee, nicht so. Ja, vielleicht andersrum. Nee, aber eigentlich war es schon so richtig. Ja. Keine Ahnung, was er jetzt macht. Ah. Diese Stelle. Was ist das jetzt gewesen? Ein Maya-Stein. Okay, gut. Habe ich das richtig gesehen? Er ist in Feindgebiet rein und hat sofort die Kapuze aufgesetzt. Okay. Gut, kommst du hierher? Gut. Der andere, der ist schon wieder weg. Gut. Aber ich will noch die Kiste haben. Hold a moment. You won't take us so simply. Where do you think you're going? Get back here, you Gut, erbeuten. Das Ding können wir auch anzünden. Schnell weg, schnell weg, schnell, 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 schnell. Schnell, schnell weg. Nicht, dass der uns sieht. Oh.
überlege ich gerade, ob wir nicht vielleicht zu unserem Schiff müssen und damit hinzufahren. Glaube ich zumindest. Ich gucke vielleicht mal am besten auf der Karte nach. Nein, wie? Also. Ja, wir müssen auf das Schiff. Gut. Aber den Aussichtspunkt kann ich trotzdem mir noch schnappen. Nachdem ich mir die Kiste geholt habe. Also hoch da. Nee, wo komme ich da hoch? Da? Yes. Sehr schön. Und oben sind wir. Einmal synchronisieren. Und dann gehen wir schon wieder zurück zum Schiff. Achso, wir könnten uns auch das Boot schnappen da hinten. Ist ja auch eine Idee. Da müssen wir nicht ganz so weit flitzen. Gut. Segel setzen! Also. An die Stangen, fangt den Wind! Da irgendwo rechts rum. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Da ist eine Sandbank. Die wollten wir natürlich nicht rammen. Aber es ist ganz schön dunkel. Und, neblig und windig und überhaupt. Unheimlich. Gut. Zwischen den zwei Inseln durch. Und links. Und geradeaus weiter. Und was ist jetzt da? Ist das. Ah, ich glaube, das war unsere eigene Insel, kann das sein? Ups. Wo sind wir jetzt gegengefahren? Nehmt die Rahn aus dem Wind! Aufguide! Aufguide! Aufändern! Alle klar zum Bergen! Nee, nee, das ist die. Nicht unsere Insel, ne? Nee, die würde ich erkennen. Das ist wieder. Aber eben worden. Na. Ein Aussichtspunkt. Oh, warte, den holen wir uns schnell mal. Ich glaube, das ist der da oben. Den will ich mal kurz schnell schnappen und dann haben wir die Insel auch auf der Karte. Es ist so richtig schön auf der Karte. Boah, komm schon. Na bitte. Und synchronisieren wieder mal. Da drüben geht's weiter. Bei der Mission, bei der nächsten. Hier folgt eine Mission auf die andere. Starten. Auf unsere Piratenrepublik, Männer. Wir sind wohlhabend und frei. Und außer Reichweite von Königen, Pfaffen und Schuldeneintreibern. Fast 500 Mann bekennen sich inzwischen zur Küstenbruderschaft in Nassau. Das ist keine schlechte Zahl. Wahr. Doch mangelt es an Verteidigung. Sollte der König die Stadt angreifen, wird er uns überrennen. Dann lasst uns das Observatorium finden. Wenn es tut, was die Templer behaupten, werden wir unbesiegbar. Nicht das Gewäsch schon wieder. Camry, das sind doch nur Geschichten. Wir brauchen echte Verteidigung.
Klaune Galeone, alle Kanonen auf eine Seite. Ein hübsches Schmuckstück für einen unserer Häfen. Es wird nicht einfach sein, eine spanische Galeone zu kapern. Hast du einen Sinn? Oh ja, Sir. Ich zeige sie euch. Ist ein Seelenverkäufer. Fett und lahm. Ein fettes, lahmes Schiff. Die El Arca der Maestro aufspüren. So, aber wir schnappen jetzt erstmal hier die Schatzkarte von denen da. So gefällt mir das. Jetzt haben wir drei Karten. Ja, okay. Mal schauen, was wir mit dem Spaß anfangen. So, erstmal zurück wieder auf unser Schiff. Kommen wir da so hoch? Nein. Schade, wäre auch zu schön gewesen. Da kommen wir aber hoch. Ich würde aber lieber gerne das Schiff ein bisschen weiter aufrüsten. Was ist eigentlich... Moment. Können wir da rein? Ja, da können wir rein. Da will ich mal reingucken. Oh, genial. Was haben wir denn da? Ausrüstung wechseln. Schwertsets. Angelegt. Da kann man vergleichen wohl, was besser ist. Oh. Gut. Was haben wir? Pistolensets. Uiuiuiuiui. Also den haben wir, den haben wir. Okay, Monturen. Von Edward der Legende. Brauner Mantel, Piratenmantel, Blaumantel, Freibeutermantel, Templerrüstung. Da war doch noch was mit Uplay, oder? Genau, die hier. Nein, wir bleiben bei der hier. Die gefällt mir irgendwie besser. Gut, was ist das mit dem Schiff da drüben? Ausrüsten. Okay, was können wir kaufen? Rundkugeln, Schaden, Stärke, Kettenkugeln. Okay. Frachtraum. Größerer Frachtraum. Wow. Panzerung des Beibootes. Okay, was haben wir hier? Harpunen redet bei Lager für Harpunen. Okay, krass, was da alles machbar ist. Okay. Was machen wir denn? Stärke der Triebmasten, schwere Kugeln. Auf kurze Distanz Schäden. Machen wir einfach mal das, was wir für Geld. Boah. Den Rammsporn vielleicht. Was haben wir noch? Mörser. Oh, geil. Aus größerer Entfernung kann man Schaden anrichten. Genial. Okay. Was haben wir noch? Frachtraum. Können wir um 500 erhöhen. Harpunen. Ich denke mal, da geht's um... Ich weiß nicht, keine Ahnung. Was kann man noch
machen. Stärke der Rundkugeln. Machen wir den auch nochmal höher. Gut. Ich denke mal, das war dann alles, was wir machen können. Wir haben kein Geld mehr.